Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen heute das neueste Video von Selina. Hier ganz kurz der Hinweis, ich habe schon gesehen heute, vor euch gestern, Ostersonntag, dass ein Video bei Villa der Liebe kam und bei Krass Klassenfahrt. Villa der Liebe schauen wir heute Abend gemeinsam in Verbindung mit der neuesten Folge, sprich ich werde es davor schneiden. Und wir werden die Krass-Klassenfahrt-Szene morgen uns anschauen, weil das ist der emotionale Abschied. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Gut, dann würde ich sagen, Lichen am Schnacken, Kopf in den Nacken. Ich hab Lust. Luna schminkt mich. Es wird witzig. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem schönen, tollen, grausigen Video. Denn es wird nicht schön für mich heute. Das stimmt. Denn du wirst mich schminken. Das stimmt. Ich erlaube dir, mein Gesicht zu verunstalten. Man wird keinen Unterschied merken. Okay. Hast du Bock? Ich habe mega Bock. Vor allem ist das hier die Überraschungstüte, an die ich dran darf. Dafür muss ich mich natürlich gleich nochmal abschminken und du kannst dir das gerne schon mal anschauen. Gerne, ja. Absolut verstörende Inhalte in 3, 2, 1. Hi und willkommen, ich bin Cici Cleaner und heute zeige ich euch mal meine Schminkprodukte. Hier, oh, hier ist ein bisschen Gleitgel von mir und meinem Freund, der ist hier irgendwie reingerutscht. Hier habe ich einen Pinsel, einen Lippenstift oder ist das nur eine Reisedildo? Ich habe keine Ahnung. Alter, hier habe ich überhaupt keinen Plan, was das sein soll. Fit me. Fit normal to dry. Bräuner? Okay, ganz ehrlich, ich bin ready. Ich weiß jetzt, wofür alles benutzt wird. Hier eine kleine Werbeunterbrechung. Ich heiße Marvin. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, wer hier gerade links neben mir sitzt. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich erkenne die Person nicht und ich habe schreckliche Angst. Bitte guck mich nicht an. Oh Gott. Und, hast du dich schon vertraut gemacht? Ich habe mich vertraut gemacht mit den Dingen. Ich muss sagen, ein paar Dinge sind mir ein bisschen... Musst du so einen Krach machen, wenn ich gerade rede? Alter, das ist ja richtig fluffig. Das ich ist jetzt bin ungeschminkt und du darfst Hand anlegen. Geht's jetzt direkt einfach los? Aber vorher will ich dir ein paar Wimpern noch zupfen. Wimpern? Ja. Du meinst Augenbrauen? Nee, Wimpern. Nein! Wimpern, ich glaube, du Alter. Bist bei jemand von der Foundation. Foundation. Ja. Deswegen würde ich damit auch anfangen. Also das okay. Ja, kommt du erstmal so wieder. Ja. Und wenn ich tippen müsste, wird das mit so einem Schwamm gemacht. Ja. Okay. Und dem hier. Und was denn? Das ist ein Highlighter. Jo! Ah, das yeah. Hier. Hey, richtig krass, oder? Okay, Leute, das ist das richtige Produkt. Stopp. Warum? Kannst du bitte auf deinen Handrücken machen, sonst ist der komplett voll. No. Doch, bitte. Mach's einmal hier drauf. So zwei. Stopp, das reicht. Oh Gott, das ist ein bisschen viel. Und jetzt darfst du so reintupfen ein bisschen. Und dann auf mein Gesicht. Ja, easy. Bitteschön. Oh. Oh, deine Haare. Darf ich das? Oh mein Gott! Ich muss mit tupfen, weißt du? Ja, genau. Nein, aber ich muss ja erstmal die. Erstmal muss ich. Glaub mir, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Erstmal muss ich das. Ich habe das schon mal gemacht. Machen. Mhm. Oder Alter, krass, jetzt check ich das erst, wie viel Make-up ich gelegentlich selbst. Ich benutze viel weniger als du. Ich benutze gar keins. Soll ich dir was sagen? Ja. Kannst du bitte nicht meine Wimpern mitschmieren? Das was, ist mich echt anstrengend. Was sind Wimpern nochmal? Das hier. Okay, ja. Haare weg. Weil mir ist wichtig immer, dass es keinen Make-up-Rand gibt. Mein okay. Gott. Deswegen nehme ich alles mit. Mach was ich jetzt mich auf die Nase. Mhm. Ganz kurz, kann ich einmal kurz sagen. Tatsächlich habe ich auch so ein paar Beauty-Channel mal abonniert gehabt oder sogar selbst abonniert. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber es gibt einen tollen Kanal, der heißt Unlikely und Xletter. Beide. Eher Unlikely, weil die machen öfters was mit Schminke. Dadurch habe ich ein bisschen Grundkenntnisse. Ich weiß aber immer noch nicht, wofür man was einsetzt. Aber ich will es noch so für mich selbst herausfinden, um es zu verstehen. Highlighter, Eyeliner, Lippenstift, Foundation, was das alles bedeutet, wofür man was verwendet. Weil das weiß ich nicht, bin ich ehrlich, das weiß ich nicht. Aber so ein bisschen Grundkenntnisse würde ich schon sagen, habe ich. Ja, fein. Auch auf das Schwarze? Wo ist denn da was Schwarzes? Die links hier. Augenbrauen? Ja. Nein, nicht da drauf. Das sieht aus wie so eine... Das ist ja nicht mehr. Ja. Du musst es schon verteilen. Guck mal, wie das aussieht. Scheiße. Ja, ist besser geworden, würde ich sagen, oder? Nice. Was
Also okay, ich finde dich natürlich am hübschesten, das weißt du, aber trotzdem finde ich es ganz gut, so wie ich es gemacht habe. Was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Du musst den Concealer jetzt nehmen, für unter die Augen. Concealer? Ah ja, damit kann ich was anfangen. So dreieckige Fläche so. Ja. Wieso dreieckige Fläche? Fläche. Spürst du das auf dem Nasenrücken? Was ist in der Nasenrücken? Oh, ja. Ja, da. Und womit mache ich das jetzt? Auch wieder mit demselben Gerät. Niemals. Guck mich mal an, bitte. Als nächstes würde ich sagen, müssen wir so eine Art Pulver drauf machen, damit es nicht so glänzt. Wo ist das Pulver? Nein. Da, ah, das damit hier. Das nicht so glänzt, dann glänzt ja alles. Matira. Mhm. Achso. Am besten nicht schmieren, sondern tupfen. Mhm. Ohne Witz. Alter, krass, wie heftig das. Er schwingt sie gerade so, wenn ich das jetzt mal so einschätzen darf, weil Selina hat jetzt nicht so einen, ich sag mal, so einen ganz dunklen oder so Farbton. Eher so einen etwas blasseren Typ. Deswegen nimmt es ja Farben, die ja das eher stärken, dass so eine natürliche Hautfarbe rüberkommt, aber nicht so bräunlich. Und, Alter, ich, als ob ich hier gerade so der Experte bin, bin ich nicht. Ich will einfach nur so meine Meinung gerade sagen. Ich sehe schon die Kommentare. Aber sie sieht für mich zu blass aus. Oder irre ich mich? Ich finde, das sieht ein bisschen zu blass aus. Also, durch Gegenmattierung. Mhm. Aber wollen nicht manche Mädchen so, dass es Gegenmattierung. Also nee, warum macht man das nicht unbedingt, um zu mattieren, sondern damit das Make-up fest bleibt? Weil wenn du jetzt mich hier berühren würdest, dann würdest du... Mich an. Krass. Macht dir das Spaß? Ja, aber Richard, das macht's ja richtig fest, wirklich. Mhm. Vielleicht sollte ich Make-up-Artist werden. Mhm. Geil. Ich kann die YouTube-Karriere aufgeben. Nicht schlecht, oder? Ja. Oh, das sieht schön aus. Mhm. Ein bisschen... Bitte mach keine Screenshots davon. Ich würde sagen, jetzt müssen wir deine Augen noch ein bisschen hervorheben. Okay. Ich will das machen, dass du hier so einen schwarzen, also einen schwarzen Strich, einen Eyeliner würde ich gerne machen. Eyeliner. Das ist natürlich schön, wenn man Fake Lashes hat, denn dann kriegst du es nie wieder raus. Das ist Eyeliner. Was ist der Unterschied zwischen Eyeliner und Lidschatten? Du meinst, dass unter den Augen. Oben, diesen Strich, Dreieck. Ja. Mach ich nie, weil es bei mir mal grottenhässig aussieht. Egal, wenn du willst. Bitte. Okay, hiermit? Mhm. Malen. Was oder ich mach dir Gesichttattoo, male ich dir. Okay, aber am Ende. Okay. Wenn du willst, kannst du meine Augenbrauen machen. Augenbrauen mache ich, ja. Okay. Bisschen dunkler? Jetzt schon oder willst du erstmal so ein bisschen Bronzer? Hm, ja. Ein bisschen braun machen. Nee, das finde ich ganz unattraktiv. Dann hier so, so zack, zack. Ja, okay, aber ich finde es unattraktiv. Nein, nicht das! Du musst das nehmen. Okay. Nicht, dass du meine Sachen zerstörst. Guck mal, das ist der Wangenknochen, du machst da drunter. Ja, wenn du so guckst. Schön. Mh, geil. Oh. Okay, nice. Oh mein Gott, nee, das, oh Gott. Willst du noch so Blush auftragen? Damit ich, oh Gott, das sind ja mal ganz... Habe? Um Gottes Willen. Mach das so, wie es dir gefällt, ja? Ja. Scheiße. No. Perfekt. Oh mein Gott! Oh nein, ja, das wurde auch gerade gesagt. Ich wurde einfach immer stiller. Okay, wie geht's weiter? Okay. Willst du auf meinen Augen was malen? Mit Farbe? Jojo. Okay, wir machen heute weiß. Oh Gott, nicht so fest rein. Warte, Augen zu. Das sieht man ja gar nichts. Ja, nimm lieber das ganz Dunkle. Okay. Das ist lila. Oh, das riecht lila Augen. Sieht wie verprügelt aus. Was ist denn das jetzt? Lidschatten oder Eyeliner? Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Die Augenlid, das ist ja ein Lid hier. Nee. Guck mal, ich habe jetzt hier überall so lila so runter. Okay, getroffen. Dann puste ich nochmal. Oder du machst es hier mit, wischst du einmal kurz weg, wenn es geht. Ja! Okay. Unter okay. den Augen jetzt. Unter den Augen, was willst du unter den Augen machen? Der Strich, der da unten drunter immer ist. Wo ist denn dein Strich? Ja, Eyeliner. Eyeliner ist da drüber. Kajal. Du willst auf meiner Wasserlinie willst du malen? Ja. Und jetzt musst du, du weißt, ja. was die Wasserlinie ja. ist, ne? Ja. Willst du das vielleicht ein bisschen runterziehen? Nee. Du weißt nicht, was eine Wasserlinie ist. Soll ich mal ganz kurz sagen, was es ist? Was denn? Das hier. Ach nee, das will ich ja nicht machen. Oh! Hey, dann ist es dann wieder vom Unterschied. Man macht doch sowas Blaues oder so hier leicht runter, so leicht. Also was hast du nicht, ne? Farbe. Nee, das passt nicht. Also das, was ich benutze... Doch. Sonst lass mir es so. So ist auch schön. Was nee, ist, das ist eigentlich ganz geil. Was ist noch möglich? Jetzt kannst du meine Augenbrauen machen. Was soll man denn an den Augenbrauen machen? Zeichnen. Oh, du kriegst jetzt richtig geile Augenbrauen. Gibst du dir Mühe oder nicht? Ich finde, deine sind schon okay. Bist du? Achtung. Du musst richtig zeichnen, ne? Ich muss das jetzt erstmal da wegkriegen. Also, du musst aber still halt mal zu mir gucken. Die Leute sehen das ja von der Seite. Bitte guck mich nicht dabei an.
Gar nicht mal so scheiße. Was nun? Möchtest du mir Highlights auffangen? Weißt du, was es ist? Boah, wie du aussiehst. Also, so. Highlighter, weiß ich, wo es hinkommt. Man kann sich hier ein bisschen drauf machen. Zack, 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 zack. Man kann hier ein bisschen drauf machen. Zack, 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 zack. Man kann aufs Nasenspitze ein bisschen highlighten. Zack, 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 zack. Und die Kinnspitze. Zack, 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 zack. Perfekt. Schön. Oder? Ist gut. Ja, nicht schlecht. Okay. Danke. Ja, lass mich doch jetzt Lippenstift und ein Tattoo. Guck mal, wenn du das schon machen willst, kannst du mit dem Lipliner. Okay, du willst große Lippen haben, richtig? Ja. Nein, okay. Ich will einfach, dass es sauber wird. Das macht man, damit es sauber wird. Ja, du willst große Lippen. Nein, bitte nicht. Okay, du kriegst große Lippen. Jetzt übertreib nicht. Nein. Nur leicht übermalen, den Trick kenne ich. Mhm, mach ich nicht. Ja, du machst es nicht, aber ich kenne den Trick. Boah. Ja, weil du mich nicht angeguckt hast, deswegen. Guck doch jetzt mal. Guck doch jetzt mal. Das ist eine ganz andere Farbe, als ich vorgemalt habe. Kannst du dich ein bisschen mehr noch zu mir drehen, kurz? Bitte. Einfach nicht hingucken, gerade mal. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich hab's nicht du, ey, das ist voll schwierig, wenn ich nur zu, du darfst nicht die ganze Zeit hingucken. Wo guck ich denn hin? Ja, in den Spiegel. Ach so, Entschuldigung. Okay. Ja, sieht gut aus. Einmal so machen. Macht man nicht eigentlich... Macht man nicht eigentlich etwas weniger und dann... So? Ist das nicht so auch bei so einem Lippenstift jetzt, den Jonas benutzt hat? Ich weiß es nicht. Ich frage nur. Weiße. Hast du Bock auf eine geile Tattoo? Ja. Und zwar kriegst du ein Künstler-Tattoo mit meiner Unterschrift. Und wo willst du es hinmachen? Hier. Hier? Später noch. Okay. Privater noch. Nicht hingucken, ja? Kannst du mich einmal angucken? 3 hours later. Bitte. Nice. Das sieht absolut sexy aus. Bitte guck nicht in den Spiegel. Nicht in den Spiegel. In die Kamera, gucken. Okay. Okay. Jonas mit so einem Pfeil durch sein Herz. Ich sagen, kann man sich nicht beschweren. Darf ich jetzt gucken? Ja. Jonas, und dann ist ein Pfeil. Ja. Was hat dieser Pfeil denn zu bedeuten? Darunter ist ein Herz. Und das bedeutet, dass du mit deinem Herzen einen Pfeil in mich geschossen hast. Okay. Okay, ey Leute, ich finde, ihr solltet auf jeden Fall mal bewerten, wie ich sie geschminkt habe. Aber ich finde, dass ich das eigentlich ganz gut gemacht habe. Besser also, als ich mich sonst schminke, ich oder? Finde auf jeden Fall, dass es besser aussieht. Also, genau. Darf ich gleich noch so ein, zwei Fotos von dir machen? Steht mir die Lippen? Soll ich mir die Lippen machen lassen? Ich bin absolut dagegen. Also ich fand dich im Mittelteil am schönsten. Darf ich dich auch mal schminken? Ich würde sagen, nein. Oh doch. Ich würde sagen, oh ja. Ich würde sagen, ja. Schaut ja. Tschau, Freunde. Ja. Ja. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich gefalle euch. Und ja. Gegen den, dass wir noch eine Runde Spaß haben? Mit dem Make-up? Tönt ich das an? Achso, nee, ich mach was anderes. Alles gut. Achso. Der hat die Sachen in der Hand. Und sie weiß es nicht. Erst im Schnitt hat sie ja gesehen, was Jonas zu diesen beiden Sachen gesagt hat. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Geil. Witziges Video, war echt sehenswert. Das war echt sehenswert. Aber wie gesagt, ich will auch nochmal mich so ein bisschen damit auseinandersetzen, damit ich Unterschied weiß. Wofür benutzt man Highlighter, Eyeliner, Concealer und was weiß ich, was es nicht alles. Ein bisschen, wie gesagt, weiß ich, aber eher nur so die Begriffe und einiges, wo man es anwendet, aber nicht alles. Gut, das war's jetzt erstmal von meiner Seite aus. Also, heute Abend Villa der Liebe, was heißt heute Abend, ist ja jetzt nicht mehr so lange hin, dann kommt Villa der Liebe. Und morgen kommt dann die Reaction zu Krass Klassenfahrt. Ansonsten, ich muss gucken, wann jetzt so die Videos kommen. Stream, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt am Donnerstag gleich stream. Ich werde euch dahingehend auf Laufenden halten, sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram. Von daher folgt mir da gerne. Ansonsten würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer zu meinen Videos benachrichtigt werdet. Und mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, stay at home und Anpfiff ab. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Geht's mal rein und tschüss.